gibt ja, auf jeden Fall. Vor allem gerade im Flachstück, wo ich normalerweise immer viel verliere. Und der Bügel ist jetzt kein schlechter Gleiter. Da ist es schon ganz gut, wenn man da mal dabei ist und sieht, dass man es doch einigermaßen kann. Und da werde ich morgen nochmal richtig angreifen und schauen, was rausspringt. Wir werden es beobachten, freuen uns auf Ihren Auftritt. Danke, dass Sie bei uns waren. Bitte. Bernd Schmelzer, zurück ins Rennen. Indem Werner Hill mittlerweile unterwegs ist, der Südtiroler, der nächste Italiener. Aus dem Passaiertal. Sehr respektabel, wie er sich da schlägt. Werner Hill im Training gestürzt. Zur Abfahrt. Heute macht es gut. Und wir wollen ihn natürlich auch einen tollen Werner Hill, bester Italiener bislang, Peter Phil auf Position 7, den erreicht er nicht ganz. Aber trotzdem, der kann hochzufrieden sein. 10. Platz im Super-G von Kitzbühel. So gut war der ja in seiner Karriere überhaupt noch nicht in dieser Disziplin. Ciao. Aber es steht natürlich alles hier im Zeichen von Hermann Mayer. Es ist schon eine märchenhafte Geschichte, die Werner Hill auch hier miterleben kann.